Jo, Leute, ihr kennt doch sicher alle Lifehacks und ich habe eigentlich das Gefühl, dass Lifehacks so ein bisschen an Ernsthaftigkeit verloren haben. Also nicht in dem Sinne, dass sie vorher vielleicht so besser waren oder ja, wie gesagt, ernster, aber man nimmt sie einfach nicht mehr so ernst. Also ich habe das Gefühl, Lifehacks sind nicht mehr Lifehacks, sondern eher so meme-mäßig was geworden. So. Vor allem, ich würde sagen, auch wegen Kanälen wie 5 Minutes Craft. In diese Richtung. Also, ich meine, was da als Lifehack verkauft wird, so. Bruh. Also, es ist wirklich so. Das kann man fast nicht ernst nehmen, ne? Zum Beispiel Emra. Von ihm habe ich ja überhaupt nichts mehr gehört. Und ich weiß nicht mal, ob er noch Lifehacks macht. Ich glaube auf jeden Fall nicht. So, also soweit ich weiß. Aber ja. Ich habe es jetzt gerade noch mal kurz gegoogelt. Nee. Also wie ich sehe, sind seine Lifehack-Videos schon 6 Jahre alt. Krass. Ja, auf jeden Fall zu so der Zeit war es, wie gesagt, da war es wirklich was Cooles. Alle wollten das ausprobieren zu Hause. Aber seit 3 Jahren macht er nicht mehr wirklich was. Kein Video mehr. Also seit 3 Jahren keine Lifehacks mehr, ja. Wie gesagt, oh bruh, nein. Die Internetverbindung ist ja gebrochen. Naja, dazu bräuchte man vielleicht mal ein Lifehack, wie man Nintendo Online sinnvoll unterstützen könnte. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht mal, warum das so ist, aber ich glaube, Lifehacks sind halt so eine Sache. Irgendwann hast du da einfach nichts mehr, was du zeigen kannst. Und vielleicht so gute Lifehacks, die sind halt auch sehr schwer umzusetzen. Aber ein guter Lifehack wäre ja zum Beispiel, sich in so eine königliche Familie einzuheiraten. Da ist man ja ganz easy mal Milliardär und ich glaube, das ist ja mal keine schlechte Ausgangslage. Und ja, aber ja, keine Ahnung. So Lifehacks kann ich mir sonst auch nicht viel sagen. Wie gesagt, dieser Content, ich habe mir auch eher wenig angeguckt. Und ja, ich glaube, die Ära der Lifehacks ist vorbei. Leute können immer noch ein paar Videos darüber machen, aber es wird nicht mehr so lange andauern. Also, dann, das war es dann schon mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.